Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play League of Legends. Ja, heute mal eine für alle, mal wieder. Der Spielmodus, den gibt es jetzt wieder an diesem Wochenende. Und wir spielen Vladimir und ich spiele den zum ersten Mal. Mein Top-Laner musste gerade schon weg. Oh, ich werde einfach mal irgendwas drücken halt. Warte mal, für jeweils 25 Punkte zu erhält Vladimir eine Fähigkeitsstärke, je einen Punkt. Ihr zusätzliches Leben 20,7. Okay. Ja. Die Bomben sind natürlich, ja, wir spielen halt gegen Zilean. Das wird auf jeden Fall nicht witzig. So. Ich glaube, wir persönlich werden auf jeden Fall in Richtung Late ein bisschen besseres Spiel haben. So, was macht die Q hier eigentlich? Keine Ahnung, was das hier alles macht. Ich drücke einfach mal ein bisschen was. Zack. So, die war die Pfütze die W? Ja. Ich glaube, die E war das, was zu viel Mana verbrauchte, oder? Kann das sein? Ja, genau, das war das hier. Zack. 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 Okay, vom Ranpushen her geht's auf jeden Fall. Wir schauen uns das mal an. Jeweils 25 Punkte zusätzlichen Lebens erhält Vladimir eine Fähigkeitsstärke. Je ein Punkt fähig gewährt Vladimir ein Leben. Und nicht auf die Boni dieser Dingens. Okay. Jetzt wir bekommen Fähigkeitsstärke dafür, dass wir. Wie viel gibt's da nochmal? Für 25 Punkte Leben. Einmal Fähigkeitsstärke. Okay. Aber andersrum funktioniert das nicht. Okay. Zack. So, was haben wir noch? Wir haben die Q. Entzieht seinem Ziel Lebenskomfort der 80 Schaden und. Oha. Naja. Wodurch er 80 Schaden verursacht und 20 Leben zurückerhält. Nach zwei Nutzungen von dem blutroten Rausch. Sobald sie erneut verfügbar wird. Ja, laufen wir ruhig hier rein noch. Okay. Das auf jeden Fall schon mal gut kassiert, der Boy. Wird in den nächsten 2,5 verursacht Transfusion 100% mehr Schaden und heilt zusätzlich um 70 plus 5% seines fehlenden Lebens halbierte Heilung gegen Vasallen. Achso, okay. Das heißt, wenn ich die Q jetzt hier eigentlich im Grunde genommen die ganze Zeit spamme, wenn das gehen würde. Aber was jetzt hier momentan nicht geht. Okay. Jetzt hätte ich Transfusion oder was? Nee, doch nicht, irgendwie nicht. Oh, scheiße, ich sterbe. Uah. Ja, nice. So macht man das. So macht man das. Das war wirklich gut. Sehr wichtige Aktion. Im Moment. Ah, und? So. Okay, die W war auf jeden Fall die Pfütze. Kann lange nicht als Ziel angewählt werden. Sich überfüllt. Wird kurz beschleunigt. So. Vladimir verursacht während der gesamten Wirkdauer 80 magischen Schaden und hält sich für 15%. So, okay, gut, die Flutlache macht somit. Was macht das? Macht alles magischen Schaden, oder? Ist das Leben passiert? Okay, was hatten wir noch gehabt? Verursacht während der. Gut, wir können einfach mal weggehen, würde ich sagen, oder? Ja. Also einfach mal weggehen. Kann nicht unbedingt wirklich direkt schaden. So, 45% hat sich selbst beschleunigt. Im Blamarkenschaden hat sich für 15% verursachten Schadens.
Auf Blut auslegt. Gut, ich hab's noch nicht ganz genau verstanden. So, wir bauen erstmal das hier. Was baut man da mal am besten? Ja, gut, 400 Mana funktioniert nicht. Ja, die Passive wäre halt cool, ne? So, jetzt kommt. Ah. Nee, nicht mal eine Bombe dorthin. Jetzt habe ich die Bombe. Ich hab die wiederbekommen. Oh, wenn sie die Dinger spammen können, ne? Aber so viel Schaden macht das gar nicht. Na. So, zack. Zack. Warte mal, wie war das gewesen hier? Man hatte doch immer unerlässliche Gegenstände. Ich sehe gar nicht, oder? Also kann hier, wenn ich was kaufen will, kann ich hier gar nichts casten. Den hier Mana ist auch schon wieder ziemlich low, ne? Der eine Dude. Ne? Ah, ja. Wow, der eine Dude. So, jetzt habe ich die Ulti. Was macht die Ulti überhaupt? Infizieren am Acker davon leiden. Okay. Ja. Es wird doch nichts hier oben. Mit euch. Aber es sieht sogar ganz gut aus. Gegen Silien. So. Man hältst du dich halt auch ganz gut nach oben eigentlich wieder. Auch relativ easy. So, zack. Toll. Oh, crazy. Lol. Hat Schaden. Okay, der Schaden ist ganz schön heftig. Okay, muss man nicht haben. Ja, schlimmer. Chill mal bitte. Oh, schon wieder, ey. Meine Güte. Boah, crazy. Ich kann ihn, glaube ich, nicht retten. Ah. Gut, knapp halt, aber auf jeden Fall. Aber er kam halt auf jeden Fall weg. Ist auf jeden Fall echt positiv. Gab es doch irgendwie nochmal ein anderes Item, was in dem Vladimir immer. Aber ich glaube, das ist ausgepatcht. Ich glaube, jetzt würde sich. Was bauen die anderen eigentlich alle? Auch damit angefangen. Die spielen Richtung. Achso, die spielen Hextech. Okay. Hextech. Würde sich das lohnen? An 10% da. Achso, ja, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Wobei ich ja eigentlich Fan von Morellos bin, muss ich sagen, erstmal. Oder auch wegen. Mit Mana ist er halt, ne? Anstelle. Ja. Gäbe es denn da noch? Mando-Banner könnte man hier noch kaufen davon. Gut, wir werden dort. Ja, wir gehen mal da drauf. Ich habe leider wirklich überhaupt keine Ahnung, was man hier spielen oder was man überhaupt nehmen soll auf Vladimir.
So, warte mal. Erste Auslösung: Vladimir lädt eine Blutkugel mit bis zu 10% seines maximalen Leben auf, um den Schaden von Bogen aus Blut um den gleichen Betrag zu erhöhen. So. Das ist die erste Aufladung. Wächst, wenn er Transfusion einsetzt. Nach einer Welle verfällt er in einen Blutrausch. Deine nächste Transfusion wird verstärkt. Okay. Ja. Will mal ein Boy. So, wie sehe ich denn eigentlich mit der Farm aus? Das ist der andere Dude? Ne, Lady Killlove ist das. Ich muss 40 farmen. Wie viel habe ich denn überhaupt? Oha, ich habe 28. Ja. Ganz verstanden habe ich die Mechanik immer noch nicht dahinter. Na. Also der eine ist auf jeden Fall platt. Ah, knapp. Ah, hat er den erwischt? Ja, scheiße, hat er erwischt. Ey. Ah, da ist er extra noch geflasht dafür. Der Boy. Hat aber gar nichts mehr ready. Okay, gut. Aber ich stehe immer noch 1-0. 1-0-1, um genauer zu sein sogar. Oder Gank in der Mitte, Gank in der Mitte. Vladimir, Gank, zurück. Jetzt hat er die Ulti an, der Boy. Wie lange läuft die Ulti? Ja, nicht allzu lange. Hey, wo ist er denn hin? Oh. Lol, wo sind? Lol. Oh, der ist einfach weg. Der kommt weg. Keine Chance. Lassen wir mal. An der Stelle kommen eh noch gerade noch die anderen. Ja. Knapp, ja, ich weiß. Riskant. Dann ganz schnell mal schlecht enden. So, kommt jetzt hier, geht jetzt jemand Top Lane oder was machen die Leute da? Es ist halt wirklich darauf kommen, dass du halt wirklich an die ganze Zeit das spammen kannst, glaube ich. Macht die Ulti eigentlich, macht das immer, nee, nur mehr Schaden, ne? Mehr Schaden, aber mehr auch nicht, ne? Okay, so. Zack. 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 Macht das, was ich am liebsten mache, pushen. Die gerade in der Mitte. Ja. Oha, hier ist gerade Action. Kommst halt nicht hinterher, ne? Ja. Ja, ich brauch halt die Ulti. Komm. Oh, durch den Scheiß dann. Gut, wir haben beide bekommen. Okay. Es kamen nochmal zwei andere mit dazu. Aber
Das war halt das dann. Ansonsten hätte man gut mit der W auch escapen können noch. Aber ja, in dem Moment leider nicht funktioniert. Schade. So, wir haben auf jeden Fall schon mal den Hexack Protokollgürtel. Haben wir auf jeden Fall schon mal. Das sind 10 Ablehnzeiten. Ne? Leben, also ein guter Mix aus beidem halt auf jeden Fall am Start. Ja, gut. Ja, was kann man denn noch kaufen für Ablehnzeitverringerung? 10%, 7% Lauftempo, naja. Ja, gut, und AP halt natürlich, ne? Leben und AP. Da könntest du vermutlich sowas Geistessicht oder so, kannst du vermutlich halt noch kaufen. Außerdem ein bisschen der Tangy, den Dude. Ja, oder, warte mal, was haben wir noch? Fähigkeitsstärke, ne? Mando Banner, Morello ist halt, ne? Mando Banner, ne, ist irgendwie ein Jagdkristner, wo ist auch nicht so toll. Wir gehen einfach mal, komm, wir gehen einfach dann beim nächsten Schritt, gehen wir einfach mal auf Morellos. Was war das jetzt hier eigentlich gewesen? Fängt 8 Schaden von Einzel. So. Passiv? Achso, aktiv, ne? Feuergeschoss. Und davor in der Festleine Nova. Das war ein relativ neues Item, glaube ich. Ah ja, genau, sowas war das auf jeden Fall. Okay. Gut, dass wir das auch mal kennengelernt haben. Habe ich bisher wirklich noch nie benutzt. Ich bin ja eigentlich auch nicht wirklich so der typische AP-Spieler. Deswegen kenne ich mich da auch mit den Items nicht so krass aus. Zack. 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 Und zack. Ah, oh, nee. Okay, da nicht. Ah, toll, ey. Oh, sauber, ich bin tot. Okay. Okay. So einfach geht das. So. Okay, wir wollten ja auf jeden Fall ein bisschen Richtung Morellos gehen. Wie gesagt, ich finde das Item eigentlich ziemlich stark. Auf Botlane ist gerade gut was in Action. Blind. Was kauft der Rest denn überhaupt? Der hier kauft, der kauft direkt hier Geistessicht scheinbar. Okay. Hat jetzt die Q. Die Q hat mittlerweile einen Cooldown von 4 Sekunden. Das ist fast eigentlich instant eigentlich castbar dann. Hat die W für einen Cooldown immer noch 20 Sekunden, ne? Nur wenn du das vermutlich noch mit den Runen machst, ne? Dann kannst du halt eigentlich wirklich die einfach die Q und die E einfach im Grunde genommen spammen, vom Prinzip her. Und darauf sollte sich vermutlich auch der Champ beruhen dann. Wie viel Schaden machen wir damit? Oh, gar nicht so unwenig eigentlich sogar. Würde sich grundsätzlich auch lohnen, was eine etwas tankige Variante von Vladimir, glaube ich, zu spielen. Gerade bei den ganzen vielen Silians, die wir jetzt hier gegen uns haben. Oder macht hier jemand auch den AD Carry? Nee, ne? Ne, ist auch AP-Item. So, dann nehmen wir mal den Top Tower jetzt. Zack. Ah, okay, toll.
Ja, sauber. Ach ja, nicht so gut. Nicht so gut. Gut, tot war er trotzdem fast, aber naja. Nicht so toll. So, ich glaube, das Buch ist ja, glaube ich, einem noch als Empfehlung, weil es ja damals mal ein Item gab dafür. Aber heute würde ich das vermutlich halt nicht unbedingt bauen. Ich glaube, dann der, ja, der Revolver, siehst du, den habe ich auch zum Beispiel gar nicht benutzt, jetzt gerade im Fight. Den hätte ich wahrscheinlich gut benutzen können. Gerade auch mit dem Step nach vorne, gerade gegen Silian, ist das wirklich eine gute Sache eigentlich. Achso, die pushen gerade hier schon die Mitte weg. Okay. Achso, der Schaden geht nur nach vorne, aber wow. Sind halt einfach viel zu viele Bomben. Oh, der Schaden ist schon ganz schön gewaltig teilweise. Eigentlich muss ich schon wieder back. Und eigentlich müsste dann unser nächstes Item dann halt auch wirklich was richtig Defensives werden. Wir haben jetzt hier, bekommen wir zusätzliche Fähigkeitsstärke von 15,2. Nicht viel. Aber mühsam, ernährt sich das dann Eichhörnchen. Die Top Turret habe ich immer noch nicht wegbekommen. Damit auch da wieder kein extra Geld. Dann ist er immer noch bei 4 Sekunden, aber wir brauchen halt wirklich dann demnächst bitte noch Morellos. Was haben wir hier noch? 5,6 Sekunden. Okay. Die Mitte wird gerade ein bisschen bedrängt, aber. Zack. So. Dann haben wir doch auf jeden Fall schon mal ein bisschen was hier bekommen. Wie ist die Range davon eigentlich? Ja, geht eigentlich. Range ist akzeptabel. Ich mache jetzt einfach mal den Pusher Wino. Ich habe das Gefühl, dass ich halt irgendwie noch nicht zu 100% im Spiel auch drin bin. Wenn ein paar kleine Escape-Möglichkeiten hast, hat man ja trotzdem mit Vladimir auch. Toll, 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 toll. Wurde der Kill noch geklaut? Ich glaube ja. Ja. XX Püppchen einfach abgerippt, einfach abgeholt. Es sind aber auch 4 Leute gleich mal auf Top Lane. Okay, gut. Gut, Morellos haben wir jetzt. Ja, wie gesagt, gut, das Mana ist jetzt halt für den Popo. Als nächstes wieder Geistessicht. Das ist dann halt auf jeden Fall das hier. Ja, Spur auf jeden Fall. Und danach halt direkt Geistessicht. Vielleicht gegebenenfalls auch noch ein zweites Tank-Item. Dann hätten wir auch unsere Abklingzeit auf jeden Fall auch mit am Start. So, was macht die Q jetzt? 3,5 Sekunden. Wahrscheinlich kannst du das noch auf 3 Sekunden dann sogar drücken und die hier wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen nach unten drücken. Ah, scheiße. Ach, Mann. Oha, wo war das ganz schön? Ganz schön mad. Schlecht.
Was ich jetzt gerade erst merke, ist, dass mein LOL viel zu leise war. So. Ach ja, ach ja. Also hier sind alle direkt dann halt auf Geistesicht gegangen. Was haben sie mit dem Buch gemacht? Haben sie das Buch für... Was haben sie mit dem Buch? Ah, er hat das Buch noch. Okay. Wenn ich jetzt hier noch ein TP hinbekommen würde, wäre das ganz cool. Kann man Wake machen? Ah, lohnt sich nicht, glaube ich. Lieber in den Fight rein. Hier sind echt viele gerade am Start. Okay, hier kommt auch noch einer. Okay, der ist tot. Der ist weg. Da jetzt gerade wieder so viele. Da kannst du halt jetzt nicht verhindern, weil halt auf jeden Fall zwei tot sind. Da braucht man gar nicht hinzugehen. Und es halt wirklich die richtige Tank-Variante noch spielen. Ich wirklich jetzt danach halt wirklich auch komplett nur auf Tank gehen. So. Wobei das eine wäre auch gar nicht so schlecht. Hat eigentlich jemand schon mal Wileys gebaut? Ja, der hat Wileys gebaut. Wie gesagt, ich glaube, wie gesagt, die Vladimirs, die werden eigentlich übers Late kommen. Wir sind bisher eigentlich gut übers Early durchgekommen. Liegt natürlich klar zurück. Oha, okay, da hat sie mich auch erwischt. Aber einen konnte ich trotzdem auch mitnehmen. Beziehungsweise zwei haben wir ja sogar bekommen gehabt. Jetzt durch die gesamte Aktion betrachtet. So, jetzt hier nochmal 10% Abklingzeitverringerung. Gut, ich habe glaube ich nicht die richtigen Runen, aber ich habe es jetzt auf 3 Sekunden, habe ich jetzt die Q gedrückt. Die habe ich auch auf 3 Sekunden gedrückt, die E. Jo, denke ich, da kann man auf jeden Fall was machen, ne? Was? Wogen aus Blut lösen automatisch aus, wenn sie für mehr als 5 Sekunden gehalten werden. Aha, okay. So, wir können uns mal einen... Moment. Ja, dann kommt das. So. Oha, in der Mitte ist jetzt Action. Oha, scheiße, ey. Oh fuck, Mann. Das Falsche gedrückt. Okay, der hat jetzt hier schon wieder die Ulti drauf. Das ist eklig mit der Ulti halt, ne? Ich halt immer zweimal killen. Boys.
haben wir halt noch die zusätzlichen Bomben noch mit dazu, ne? Oh, fuck. So, okay. Zack. Alter, der Schaden. Lalalalalal. So. Okay. Wir gehen mal auf die Top-Lane. So, Warward ist schon wieder ein bisschen am rumflamen. Oh, take advantage! Four guys killing me, you don't! Und you do nothing. Soll das wahrscheinlich heißen. Wir sind, wie gesagt, wir sind eigentlich gut auf einem. Eigentlich gut dabei, finde ich. Halt auch wirklich. Halt auch echt eklig. Nur komplett mit Silian oder gegen Silian zu spielen, das ist halt echt eklig. Wir haben nicht mal den Mid-Turret rein rausbekommen bisher. Oh wow. In denen habe ich überhaupt keine Chance. Ich glaube, das war der Midlaner auch. Ich war schon Level 16, ja. Wow. Bin halt so bad, ne? Ich bin auch nur Level 13. 373, also ganz schlechte Stats. Also wir können mal das hier mal noch mit verkaufen, dann können wir mal hier noch. Zack. So, wie weit sind denn unsere anderen Wladimirs? Er hat zum Beispiel auch schon Wileys. Den Zepter würde es sich vermutlich hier in dem Spiel wahrscheinlich auch lohnen. Oh, wir haben den Mid-Turret bekommen. Juhu! Bin allerdings vermutlich auch direkt mal auf die Botlane porten. Lass mal auf die Botlane porten. So, hier mal. Lalalala, lalalala. Zack! Zack! Wäre da keine Möglichkeit, wie man den Speed nochmal ein bisschen erhöht. Aber Ward könnte halt nochmal hierher kommen, ne? Da hätte man den, wenn man den hier mal easy bekommen. Ja, na ja, gut, schlecht. Schlecht gemacht von Ward. Er rennt mir trotzdem noch hinterher, ne? Denkt, der bekommt mich. Ey, der kann mich halt locker bekommen. Der kann mich halt wirklich bekommen. Oh, der bekommt mich halt trotzdem. Jetzt will er mich aber hier unbedingt. Okay. Einmal über die ganze Map mich gejagt. Alter Schwede. Aber ich habe gewonnen. Duell, das ist wichtig. Also das Laufduell halt, ne? Wahrscheinlich im 1 gegen 1 hätte ich wahrscheinlich keine Chance. Der Typ ist halt auch schon 17, ne? Das sind halt 3 Level über mir. Unsere ganzen Wladimirs sind auch nur Level 14 oder sowas in dem Dreh. Wie gesagt, wenn wir ein bisschen ins Late kommen, die sterben halt auch so zu wenig oder weniger halt die Silians, ne? Die andere nächste Geschichte, weil die halt die ganzen Schutzschilder oder beziehungsweise halt die ganzen Ultis halt noch haben. So das Bittere eigentlich. Ja, die jetzt in letzter Zeit ein paar Turrets hier bekommen gehabt. In den letzten 5 Minuten ungefähr.
wieder mal keine Vision. Wir platzieren hier einfach mal ein bisschen was. Sie werden schon wieder platt, einer davon. Ja. Unsere Vladimir sind immer noch alle nur 17, außer der eine, 17, 14, außer der eine, der ist jetzt mittlerweile schon mal 17. Unterschied. Ja. Auf Botlane. Oh, drei Leute drauf. Gab's einen. Das ist nicht so schön. Wird gut rasiert auf Botlane. Jetzt einfach mal. Komme ich nicht ran. Okay, ich muss umdrehen. Oh, dieser Hexel-Revolver killt mich. Im Moment, scheiße, ey. Aber jetzt sind alle vier Bot. Der Robert, der ist nicht schlecht, ne? Weil ich always survive, ne? Ist natürlich auch logisch, ne? Weil 20 Ultis, die das Leben resetten und. Ist natürlich dann klar, ne? So, was mich gerade ein bisschen abgefuckt hat, war, dass ich keine Wireless hatte. Die Variante können wir auf jeden Fall noch spielen und dann gehen wir wahrscheinlich doch trotzdem noch um ein anderes Tank-Item. Die Mitte ist nicht gut. Big Whoop now, ward behind them. Ja, toll, ey. Jetzt hier gerade wieder alle unten am Stüssel. Aber Malichen könnte sogar recht haben. Again, you let me alone. Alter Schwede. Diese ganzen Ultis, ey. Lol. Ach, wir können sie bekommen, glaube ich. Ey, schon wieder Ulti gehabt. Oh, das gibt's doch gar nicht. Oh. Das habe ich gar nicht gesehen, dass er Ulti drauf hatte, ey. Er hat auch schon wieder Ulti drauf. Wir haben alle Ulti drauf, ey. Das ist so ein Abfuck. Ey, du kannst halt. Du kannst die halt gar nicht fighten, ne? Das ist so lächerlich. Du kriegst halt die halt überhaupt nicht platt, ne?
Also die sind halt auf jeden Fall mega schnell wieder weg, ne? Die haben ständig die Ulti drauf und so weiter. Das ist halt alles irgendwie gerade echt uncool. Liandris Qual könnte vielleicht dann später noch was bringen danach. Na, auch schon wieder Ulti drauf hier, ne, der Boy. Den habe ich schon mal bekommen. Habe ich noch keinen Wireless da verfügbar. Ja. Ja, ich komme dem halt nicht hinterher, ne? Ich noch die Bombe drauf. Ja, okay. Aber ja, in diesen Einzelfights, ne, kriegt man manchmal so einen kleinen rausgepickt, ne? Auch gerade wenn die wirklich dann zu fünft rumlaufen, das ist ultra eklig. Das ist richtig eklig. Ja, Püppchen, ja, und? Gerade wieder nicht gereicht, ne? Er hat auch wieder Ulti drauf. Also 700 bräuchten wir für Wireless. Mitte wird gerade ein bisschen gut gepusht. Immer auf Top Lane. Gerade in eine gute Form reinkommt, nicht dass wir da noch irgendwie einen Tower verlieren auf Top. Vielleicht kriegen wir das halt wirklich über Pushen ein bisschen gelöst, das Ganze. Gut, so. Okay. Gut, so. Sind gerade alle in der Mitte und relativ viele gerade in der Mitte und sterben auch gerade ein paar. Halt am Überlegen wegen Teleporten, ne? Ob sich das. Backporten, oder? Da pushe ich weiter. Das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Ich glaube, ich kann den Tower eh nicht verteidigen, weil vier schon tot sind. Ich glaube, der, also den Tower nicht. Ich meine jetzt den Inhibitor natürlich. Lieber pushe ich ein bisschen. Dien mir dadurch nochmal ein bisschen Geld und muss die eigentlich auch nochmal dazu aufhalten, weiterzumachen. So, okay. WTF, are you doing top? Ja, okay. Gut, ich dachte, die anderen kommen jetzt wieder und das würde nicht so lange dauern mit dem Zilean, oder beziehungsweise würde etwas länger dauern. Okay, Zilean auf jeden Fall im All for One, auf jeden Fall richtig, richtig schwer. Und ja, ich würde sagen, das war eine weitere Folge League of Legends. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.